Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sebastian Brehem ve Türk kökenli belediye meclis üyesi adayı İsmail Akpınar, göçmen kökenli gazetecilerle bir araya geldi. Letztes Jahr war Gast Sebastian Brehm, auch damals unser Oberbürgermeisterkandidat für Nürnberg. Toplantıya İhlas Kuzey Bavyera temsilcisi Mustafa Akbaba olmak üzere çok sayıda basın mensubu katıldı. Möchten wir Themen behandeln, die insbesondere auch die Migranten betreffen und darüber mit ihnen sprechen. Akpınar yaptığı konuşmada basın mensuplarına katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Für die Post, für Tegerete und für die Türkei hier vertreten ist. Herrn İlhan Baba, willkommen in Herrn Ali Boss, der das, die Zeitschrift Euroimage herausgibt. CSU Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Brehem ise yerel seçimlerde toplumun her kesimini temsil edecek bir liste hazırlamak istediklerini söyledi. Nicht nur Oberbürgermeisterwahl, sondern auch Stadtratswahl und da ist mir eins ganz wichtig. Wir haben ja im letzten Jahr 2013 die Stadtratsliste aufgestellt und haben ja vorher viel diskutiert und mir war wichtig, dass ganz Nürnberg auf der Liste prominent vertreten ist. Und wenn ich sage ganz Nürnberg, dann meine ich auch, dass alle Gruppen... CSU Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sebastian Brehem projelerini mikrofonlarımıza paylaştı. Ich bin 42 Jahre, ich kandidiere für die Position des Oberbürgermeisters für die CSU in Nürnberg. Und ja, wir hatten heute ein interessantes Gespräch über viele Themen in der Stadt, weil wir, wenn wir in die letzten sechs Jahre gucken, der Stadt ist wenig vorangegangen. Deswegen müssen wir viele Themen in den nächsten sechs Jahren anpacken. Dafür stehe ich. Wir wollen im Wohnungsbau viele Wohnungen bauen. Wir brauchen Wohnungen in der Stadt, weil wir Wohnungsnot haben. Wir wollen im Verkehr eine vernünftige Verkehrspolitik machen. Wir wollen im Bereich Bildung jedem Kind und jedem Jugendlichen einen Abschluss geben. Denn das ist die aktivste Sozialpolitik, die wir haben und die aktivste Politik, auch die Gesellschaft wieder zusammenzubringen in unserer Stadt. Kein Kind darf die Schule verlassen ohne einen Abschluss. Dafür wollen wir uns einsetzen. Und so gibt es viele Fragestellungen, die wir in der Stadt voranbringen wollen. Nürnberg ist mehr wert, ist unser Slogan, weil ich glaube, dass aus Nürnberg wir viele Zeichen senden können. Wir müssen alle Menschen in unserer Stadt, die in unserer Stadt wohnen, zusammenbringen und ein Gefühl erzeugen, dass sie stolz auf die Stadt sind und gerne Nürnberger sind, weil Nürnberg ist mehr wert. CSU Belediye Meclis Üyesi İsmail Akpınar, seçim çalışmalarının heyecanlı şekilde geçtiğini ifade etti. Nürnberg Belediye Meclis adayım CSU'dan ve 10. sırada ve şimdiye kadar Nürnberg'de ve bütün Bavarya'da CSU'da ilk defa bir Türk bu kadar ön sıralarda yer almayı başardı. Burada beni destekleyen başkanımız, başkan adayımız Sebastian Brehm'e teşekkür ediyorum. Ve vatandaşlarımızdan 16 Mart'ta seçime giderek Türk adaylar özellikle önüne 3 yazarak desteklemesini rica ediyorum. Benim önüme de 3 yazarlarsa ben de mecliste Türk vatandaşlarının, Türk insanlığın, göçmenlerin sorunlarını dile getirmede güçlü bir pozisyonda olurum. Onun için herkesten ricam seçime gidip ve bize destek vermesini istiyorum. Ve özellikle de seçimlere 6 hafta kala mektupla seçim imkanı olacak. Bu seçimde bu imkandan da herkesin yararlanıp ve seçimlerde bizim ön sıralarda ve meclise seçilmemizi sağlarlarsa herkesten teşekkür ederim ve herkese bizi desteklediğinden dolayı saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim. Kahvaltının sonunda ikili basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.